Apex. Nein, jetzt hat's mich erwischt. Du kannst währenddessen auch noch Q drücken, ne? Für Heal und so. Warum stirbt er da drinnen nicht? Weil er ab und zu vergisst zu sterben. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bis hierhin ist ja kein Akt, ne? Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Heute ist ich hab die ganze Zeit Q gedrückt. Ja, aber wenn man nicht da reingeht, braucht man kein Q gedrückt. Du Spacko, fliegst jetzt alleine, ja? Verreck doch da oben. Du wirst langsam warm und wir laufen auch noch hier in den fetten Anzug rum. Ich hol dich eh wieder ein. Wo kommt der denn her? Wir versuchen jetzt gleich mal was anderes. Schlag dir die Flausen aus dem Kopf, Junge! Willst du jetzt wieder hoch? Drüben? Ich bin hinter dir. Ja, woher soll ich das wissen? Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Räum mal die... Pass auf, wenn du da jetzt rausgehst, da kommt direkt Feuer. Ja, ist doch schon dabei. Der hat seinen Kopf verloren und seine Beine. Das dauert jetzt, bis er sich wieder erholt. Komm. Oben erwartet uns das Gleiche noch einmal. Huch. Es geht. Rechts rum. Ist nicht klar. Er kommt zweimal schnell hintereinander anstatt einmal. Ist hier drin? Renn weg. Wir mussten aber doch hoch. Das Schleusentor klemmt. Ja, jetzt. Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt! Okay, ich sehe mir den Antrieb an. Komm, wie ist der Aufzug? Lass die. Die kriegst du eh nicht klein. Schlimm wäre jetzt, wenn einer mit hier reingegangen wäre. Dann müsste man einen kleinen kriegen. Dann einen kleinen kriegen.
Runter. Hier ist aber wieder irgendwas. Da kommt jetzt Feuer von unten. Ein von unten. Komm, Tür ist offen. Oh, hier ist Feuer. Nee, echt? Also das ist was ganz Neues. So weit waren wir noch nie heute. Nee, irgendwie nicht. Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Rufen. Hallo! Aufzug, Leute! Achso, wir müssen erst drücken. Drückst du? Nee. Ich drücke Q. Bitch Slap. Fittere? Da fliegt Sachen. Explosiv. Da steckt was im Antrieb fest. Sieht nach militärischer Munition aus. Ich versuche es rauszuholen. Sprengstoff. Oh Gott, sei bloß vorsichtig, Isaac. Schieß doch mal drauf. Die Waffen folgen selber. Dieses Rumgebrezel. Oh Gott, der finale Countdown hat begonnen. Isaac! Du falsch! Scheiß Teil hat sich im Antrieb verkeilt! Rumsti-bumsti! Und der ganze Sprung ist jetzt nur damit verklärt. Nein! Halt dich gut fest, mein Freund! Rollt sich zusammen. geht in der Fötusstellung ins Arm. Er hat geschafft! Gott sei Dank! Okay, dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Von Hause. Weck mich, Freunde. Handbewegung, ich gehe nach Hause. Oh. Granatos! Heute. Jetzt habe ich gerade die Orientierung im 3D-Raum verloren. Wo müssen wir hin? Nee. Da. Ich habe nur noch für 190 Sekunden Luft. Personal Docking Bay. Also mit dem Raumschiff sind wir jetzt weit gekommen, oder? Die ganze Scheiße haben wir für umsonst gemacht. Da oben. Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig.
Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt immer noch. Ich bitte Sie, an die Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Wenn Sie sagen... Ja, wie komme ich da rein? Ich hab bald keine Luft mehr. Er hat keine Luft mehr. More up? Kommst du? Wo bist du? Ich bin hier unten raufgesprungen. 70 Sekunden, dann geht meine Luft aus. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich laufe mal. Die Luft muss raus. Oh Scheiße, wo ist er hin? Er erstickt gleich! Da hilft auch kein bist. Spray! Oh, ich hab einen Standardrahmen. Da! Drück doch mal Alt und Alt! 40 Sekunden! Drück Alt! Umdrehen! Greg, keine Luft! Das ist doch ewig hin! Das sind noch 40 Sekunden! Ach, herrlich! Hat ein Käse! Der Askäse! Lass dich. So knapp vor mir stecken. Oh, hier. Lass mich mal rein da. Wem guckst denn du dazu? So, wieder beruhigen. Das ist. Hier geht's um Leben und Tod. Was gibt's da zu sehen? Mist. Ich brauche noch somatisches Gel. Ach Menno. Was ist das? Upgrade den Schaden und Reichweite deines Kinese-Moduls. Cool, kein B-Kinese. Ich will auch mal reindunzen. Du noch somatisches Gel. Werde ich dir auf die Nase binden. Lieber nicht, ist eklig. Hier ist kein Gel und da nicht. Hier? Nee. Der macht auch nicht vor. Bis eingeschlafen. Nee, ich habe jetzt hier fast den Anzug, Trefferpunkte ganz, ganz nach oben und Panzerung auch. Hab more HP now.